Yo ho, yo ho! Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag oder Abend und spring direkt in den Tod. Die Folge geht ja schon mal gut los. Nein, wir sind dabei, ein uraltes Gefäß, ne, wie heißt es, keine Ahnung, ein besessenes Gefäß. Ich habe gerade vergessen, wie der Boss heißt. Auf jeden Fall etwas zu legen, das so aussieht wie wir und ich verkacke schon beim Hinlaufen. Das ist ja richtig, richtig gut. Das kann nur eine herausragend gute Folge heute werden. So wie das heute schon anfängt. So, dieses Ding hier, ein zerbrochenes Gefäß. So heißt das. So, das ist der Sprint nach vorne. Der kam aber jetzt aber schnell runter. Nein, 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 nein. Ich verkacke schon wieder hier beim ersten Mal. Ach, der braucht immer so lange. Ach, warum ist der nicht schnell genug, ey? Das nervt mich. So. Nein, ach, nicht ganz. Ist der nicht schnell genug handelt? Immer wenn ich mich heilen will. Und dann braucht er immer so ewig dafür. Okay, ich glaube, der Versuch wird leider nichts. Der lehnt sich zurück, wenn er sprintet. So, ich habe diesmal nur wirklich, ich habe das ultra schlecht gemanagt. Der lehnt sich zurück, wenn er sprintet. Das ist schon mal klar. So. Denn diese kleinen Geister, die mich brutal abfacken. Aber gut, so ist das manchmal. Damit muss man halt klarkommen. Ja, ich gehe da auf jeden Fall mit vollem Leben rein. Dann macht es einen Sprint, der hat einen Sprung. Genau, das ist konzentriert bei der Sache bleiben. Nee, brauche ich nicht. Okay, das ist richtig nervig hier. Und ich springe immer rein. Ich halt quasi gefühlt immer auf seine Tricks rein. Ich dreh mich doch um. Und ich sprinte noch mal in den Rhein. Das ist doch unfassbar. Wie
wären noch schneller, die Geister, ne? So, ihr merkt schon wieder, ich bin voll konzentriert, weil ich kaum rede. Ach, und wieder voll reingelaufen. Ja, das war nicht so klug. Warum will ich mich da heilen? Was bringt mir das in dem Moment? Ich muss kämpfen. Ich habe eh schon heilungstechnisch versagt gehabt in dem Moment. Okay, aber das war nicht schlecht. Wir hatten ihn schon sehr weit. Ich weiß nicht, wie weit. Aber wir haben ihn schon... Wie oft? Ich weiß es gar nicht. Wir hatten ihn auf jeden Fall dreimal, viermal in seinem... Wie auch immer man den Zustand nennt. In dem anderen Modus. Also wo er so kurz so irgendwie paralysiert ist. Ach, das war natürlich ein Traumstart. So. Dem hier. Ach. Noch was für... Ach, und ich geh mitten rein, okay. Das ist... Das war ein verlorenes Ding. Oh, das war von Anfang an nicht gut. Von Anfang an nicht gut. Aber wir werden, dass es gut ist, wirklich, was mich fast am meisten freut bei dem Boss. Der Weg ist nicht so lang. Das war wirklich bei manchen Boss, wenn du erstmal nochmal durch die Hölle gehen musst, gefühlt, bis du an dem Boss dran bist und auf dem Weg dorthin eigentlich schon fast stirbst. War immer das Ätzendste. Hier brauche ich nicht mal einen Zeitraffer einsetzen. Dann das kriegen wir auch ganz gut ohnehin. Hier muss ich immer auf ihn drauf, immer zu ihm ran. Weil... Ach, Mist. Das ist echt das Ätzendste. Ach. Die Drecksdinger. Ich hasse sie sowas von. Diese Drecksgeister.
Das setzt einfach zu einem zweiten Sprint an. Leute. Das gibt's doch nicht. Ich hab fast vergessen zu springen. Ja, es ist mal wieder Geduldsprobe hier. Geduldsprobe. Heute. So. Machen wir irgendwas komplett falsch? Noch. Noch. Das war ein richtig guter Kalder. Dreck. Okay, beruhig dich. Beruhig dich. Alles ist ganz normal. Ist nur ein Spiel. Und nur eine Stelle. Ein Gegner, der dich komplett nervt. Und den du gerade nicht packst. Kein Problem. Die Zeit ist uns nicht zu schade, das noch einmal zu probieren. Ich muss mehr mit dem arbeiten, glaube ich. Oder ich kann mehr mit dem arbeiten. Nein, das wollte ich nicht. Gut. Kann ich den da abbrechen? Mist, ich wollte es jetzt gerade nicht probieren. Aber sollte ich vielleicht mal. Springst du da einfach drüber? Nein. Na, ah. Hör auf mir nachzuspringen. Alter. Dreimal hintereinander. Ich habe es nicht geschafft auszuweichen, weil er genau dorthin gesprungen ist, wo ich quasi hingesprintet bin. Habt ihr das gesehen, oder? Was für ein Pisser. Da kriegt man nur noch mehr Hass auf seine Gegner. Wenn die so spielen. Das sind schon unfaire Mittel. Müsst ihr schon zugeben. So. Zack. Immer wenn ich mich umdrehen will, um
diese Drecksdinger da zu erledigen. Na. Ja, gut, das war dumm. Nein. Das war's, oder? Ich habe mich direkt geheilt. Alter. Okay. Was ein Kampf. Boah, leck. Oh. Was für ein ätzender Gegner. Da gibt's nichts mehr. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Was für ein ätzender Gegner. Und da geht's einfach weiter? Nee, nicht ganz. Ich will da nicht irgendwie dumm runterfallen. Geht's da hin? Wo geht's hier hin? Ist das? Monarchenflügel. Während du in der Luft bist, um mit den Flügeln zu schlagen. Also drücke Space, ja, ne? Nutze diese ätherischen Flügel, um über Feinde hinweg zu gleiten und neue Wege zu entdecken. Ah, jetzt können wir quasi nach oben. Das ist Doppelsprung. Okay. Sehr nice. Wir haben den Doppelsprung. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr cool. Ah, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ah, Moment, das war jetzt etwas falsch. Ah. Das kommt jetzt natürlich aufs richtige Timing an. Ah. Lecco mio. Lecco mio. Ja, danke, bevor du hier, ne? Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Macht jetzt schon Spaß. Ja, ich hätte aber auch gerne eine bessere Waffe eigentlich gehabt, wenn ich ehrlich bin. Jetzt laufen wir einfach da rein. Ist auch gut. Aber jetzt können wir mal gucken, wo wir zum Beispiel hier hinkommen. Jetzt, wenn ich die Dinger hasse, wie ich die einfach nicht leiden kann.
So. Naja, gut. Ich frage mich, ob es da hinten irgendwo, ob wir da mit unserem Super Sprint. Ich liebe diese Momente. Ich muss schon sagen, ich finde es schon ein bisschen witzig. Ah, guck, aber wir können quasi auch einfach, sobald wir in der Luft sind, das schon irgendwie. Nee. Aber da geht es, glaube ich, zu so einem Wurm. Den kriegen wir aber. Ist nicht so kompliziert, würde ich behaupten. Na, puh. Ich habe es aber noch nicht hundertprozentig raus, muss ich sagen. Wir könnten höchstens. Ah, okay. Ich glaube, so irgendwie wird es funktionieren. Ah. Na, okay. Huch. Ich bin noch nicht so geübt da drin, muss ich sagen. Kriegen wir das hin? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Wie oft kann ich das eigentlich machen? Kann ich das nur einmal oder kann ich das mehr machen? Mehrfach in der Luft. Aber ich glaube. Ich darf da nicht so hektisch rangehen. Ich mache das gerade viel zu hektisch. Im Prinzip. Das Prinzip ist klar, ne? Das Prinzip ist. Hier. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. 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 Okay. Nein. Wir üben es hier. So. So ungefähr muss das auch da unten aussehen. Nein, nein, nein. Falsch. Ist aber auch. Ich weiß nicht. Nein, bitte. Oh, ich war eigentlich. Ich bin nur in die falsche Richtung. Ich war zu nervös. Komm schon. Genau so. Genau so. Jetzt verpiss dich, du Ding. So, ich habe kaum noch Leben. Wo sind wir hier? Weiß ich nicht. Aber wir gehen, glaube ich, zurück. Zur sicheren Bank. Ist das nicht schön? So, da können wir uns nämlich einmal kurz aufladen. Können kurz unsere Karte aktualisieren. Und sehen schon, wir sind relativ weit gekommen heute. Also, relativ weit gekommen ist relativ. was ich damit sagen will, wir haben eine neue Fähigkeit erlangt und das ist wunderbar, denn ich glaube, wir haben die ein oder andere Stelle, wo wir diese Fähigkeit sehr gut gebrauchen können. Zum Beispiel schon alleine hier. Palastgründe.
ist das? Das ist kein neues Gebiet, ne? Das ist im Prinzip nur auch wieder hier ein kleines bisschen mehr. Oh. Ein Leichnam in weißer Rüstung. Bitte lass es kein Bossgegner irgendwie sein. Kommen wir hier hin? Versteckte Station. Ich habe keine 300. Aber hier ist eine Bank. Nein, komm. Ich würde schon angucken. Oh, zerbrochenes Gefäß. Das lesen wir uns noch einmal kurz durch. Zerschlagene Leichnam von infizierten Schmarotzern wiederbelebt. Das Aussehen dieses Geschöpfes. Ich habe so etwas Ähnliches schon einmal gesehen. Vielleicht sogar mehr als einmal. Sieht ein bisschen aus wie die Käfer aus Heilands Nest. Aber doch nicht ganz. Wo sind diese leeren kleinen Wanderer nur hergekommen? So, was ich nämlich einmal machen will, ist das hier weg. Hundert hier, das wir kriegen wir doch oft zusammen, oder? Bilde ich mir das nur ein. Das wäre schon schön, wenn wir hier eine Station hätten. Vielleicht machen wir das doch noch mal ganz kurz. Ah ne, da haben wir sogar hier. Haben wir ja markiert. Was war hier mal? Warum ist hier alles so zerstört? Das ist schon was, was irgendwie mysteriös ist. Aber viel mehr gibt es hier, glaube ich, aktuell gar nicht. Gar nicht zu entdecken. Na? Da war unser Cornifer. Gehe ich mal hier hoch. Na, wie dumm. Ging es da rechts irgendwo? Ne, da ging es auch nur weiter runter, ne? Hier geht es doch irgendwo hoch. Aber wohin? Okay. Im Prinzip waren wir hier ja schon mal. Aua. So. Hier, Gardistenhülle. Sie sind geschicktere Kämpfer als die meisten von Highlands Nest. Flink dank ihrer leichten Panzerung. Setze sie fortwährend unter Druck. Okay. Oh, ich fühle mich gerade ein bisschen. Sorry, wenn ich gerade so wenig rede. Das ist immer nach so einem Bosskampf. Bin ich immer noch ein bisschen. Platt.
Und hier fliehe ich gerade einfach nur mal vor diesen Gegnern. Genau, hier kamen wir irgendwie her ja auch, ne? Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Da kamen wir her. Aber jetzt kommen wir auch hier zum Beispiel relativ easy. Wieder hoch. Relativ easy, ne? Aber geht schon. Geht schon irgendwie. Sparen wir uns an dieser Stelle. Damit können wir jetzt eigentlich ganz gut arbeiten. Wenn wir das jetzt noch drauf haben, dann ist alles gut. Hier waren wir eigentlich, ne? Eigentlich hier in diesem Königsding. Aber wurden hier etwas. Wo war denn die nächste Bank? Da oben links irgendwo. Verdammt nicht. So weit weg. Stadt der Tränen. Und jetzt kommen wir auch über die hier deutlich besser drüber. Ein bisschen mehr rein. Au! Hör doch auf jetzt. Es tut doch weh. Das ist tatsächlich sehr angenehm. Wie der reinhaut. Das sind, glaube ich, Schmerzen, die. Kein Käfer. Jemals in Heilands Nest haben will. Aber guck mal, wenn wir da auch eine bessere Waffe haben, dann geht es auch besser. Warum ich das hier, ich weiß gar nicht, ich will da einfach mal ganz kurz eintreten und gucken, ob wir hier, aber wir hatten hier keine. Pantera. Nee, die hatte nichts zu sagen, ne? Ich will eigentlich nur eine Bank. Am Ende haben. Aber ich glaube, das bleibt mir hier direkt nicht vergönnt. Da muss ich irgendwie wieder ganz zurück. Und das mache ich noch. Dann, ich will die Aufnahme an dieser Stelle beenden, aber ich will die nicht hier oben beenden. Sondern eigentlich an einer Bank. So. Mist. Und die Bank will ich. Ihr habt deswegen heute einfach mal eine extra Folge. Also eine extra lange Folge. Das ist doch auch mal schön. Warum habe ich hier was markiert?
Hier komme ich doch einfach raus. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal, ne? Ist doch schön. Dass wir hier mal in alten Dingern sind hier. Da oben ist nochmal ein Aufzug. Moment, ich glaube, das kann ich hier einmal... auch wegmachen. Dann das haben wir jetzt. Das ist aber echt, also... dieses Gefühl, wir sind hier überall und nirgends. Das war das Ding, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal rum. Ich will eigentlich nur zu der Bank. Was macht denn am meisten Sinn? Vielleicht die da oben, oder? Ach so. Denn... wir wollen ja... vielleicht beim nächsten Mal da rechts irgendwie noch. Also, dass wir hier die vergessene Stadt ein bisschen erkunden. Weil eigentlich war das ja mal ursprünglich mein Plan, bevor wir hier in komplett andere Gefilde gekommen sind. Und angefangen haben, alles zu machen, außer diese Stadt fertig zu erkunden. So. Aua. Komm her. Wo sind wir denn jetzt? Ich will doch nur zu der Bank. Kann ich nicht einfach zu der Bank? Was ist schiefgegangen, dass ich hier nicht einfach zu der Bank gehen kann? Ach. Muss ich hier lang? Das war nicht so gut. Ich muss vor allem auf mein Leben achten. Das wird eine 40-Minuten-Folge, sehe ich schon. Egal, das habt ihr euch verdient. Ihr habt euch eine 40-Minuten-Folge voll auf verdient und ich bin genau an der gleichen Stelle rausgekommen, wo ich gerade eben war. Wie bitter ist das denn? Ich muss doch da rechts lang. Ich war hier so lange nicht mehr. Mich dunkel erinnern. Dunkel, ganz dunkel. So, jetzt. Genau. So, du leckst mich mal fett am Arsch. So. Nun, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch weiterhin eine gute Zeit.